Die mit Basen. Ne, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Doch, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Komm. Das war worse. Aber sowas von. Dann gehe ich doch auf die Movement Speed Magic Resistance. Ich gehe auf Ninja Tabi. Und dann gehe ich auf. Falsch gepinkt. Schade, da kriege ich keine XP mehr. Da hätte ich ihm gar nicht helfen brauchen. Ah, fuck. Okay, Nico ist wieder da. Ich würde gern wissen, wo der Trinder mir ist. Mal den Timo ärgern. Nee, okay. Na doch, ich muss. Ich muss mir den Timo holen. Ach, fuck hier. Ums. Schwumms, schwumms, schwumms. Nein! Er hat mich outplayed. Er hat mich outplayed. Fuck. Dragon 240, ich glaube, ich klaue mir gleich einen Buff. Das war der Midlane Turret, okay. Dann gehen wir mal mit Pushen. Er hat die Wave gar nicht genommen, okay. Die werden surrendern. Trinder mir ist AFK, die. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die das nicht mehr spielen. Okay, die Nico hat Bock. Chemo kommt auch mit Lane, okay.
Die Ulti war sowas von unnötig. Die hätte ich nicht nehmen sollen. Die hätte ich auch ohne bekommen. Ein 25 Ult, 30 Drake. Nein! Da habe ich ein bisschen den Überblick verloren. Da habe ich derbe den Überblick verloren. Hätte warten sollen, bis der Nikos dann durch ist, dann die Ult auf den Nico. Und dann hätte den Teemo noch bekommen. So hätte ich es machen sollen. Also wie gesagt, gerne irgendwelche Tipps, Tricks. In die Kommentare schreiben. Wäre ich euch sehr dankbar drüber. Gerne auch den Kanal abonnieren. Wie schon im letzten Video erwähnt, ich will mehr Content für YouTube machen. Da wird wahrscheinlich auch viel in aus dem Livestream passieren, dass ich aus dem Livestream was aufnehme. Ja. Alle wichtigen Social Media Links findet ihr in der Description. Das ist wieder so greedy von mir. Nein, nein. Diese Shrooms! God damn it. Ich bin zu greedy, das weiß ich. Nee, wo ich denke, alle wichtigen Links findet ihr in der Beschreibung, in der Info vom Kanal. Und vielleicht sieht man sich ja dann auch mal im Livestream. Genau. So. Ja, okay, das. So. Only fools pledge life to honor. Nehme ich einen Healpot. Hole ich mir den, nehme ich noch einen Healpot. Ich werde von der Nico gestunt. Ach Mann. Das ist jetzt Kill für Tod. Das ist. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Baron Nash an 5, 1, 30 Drake. Vielleicht können wir ja vorher schon enden. Ach, Yi hat Baron gemacht. Okay, good to know. Good to know, dass der den Baron gemacht hat, nicht genau gestorben bin.
Habe ich nicht drauf geachtet. Ich push mal Toplane rein. Ein bisschen Split pushen. Den Tower kriege ich eventuell sogar schon den nächsten. Da war wieder zu greedy. Aber wieder Kill für tot. Ich werde im Late Game zu hektisch. Ich will zu viel. Ich mach zu viel. Ich sterb zu viel. Ich glaube, danach nehme ich das. Mal gucken. Gehe ich wieder auf die Topline, hole mir den Blue Buff raus. Auch wenn ich ihn. Ja, doch, ich glaube schon. 19, ja, die kommt, die Zeit warte ich noch und dann gehe ich mit da. Inhibitor. Nice. An ally has been slain. Don't finish now. Doch, ich will. So, das Video zu lang. Kappa. So, da war ich wieder sehr greedy. Nö, ich lauf. Ich lauf. Egal, musst du deine scheiß Shrooms hier überall hinlegen? Der Brand wird nicht da sein, ich gehe finishen. Nehmen wir die nächste Wave. Überall Schrooms. God damn it. Destroyed a turret.
Dann nehmen wir den Inhibitor noch. Ulti nicht geskillt. Ärgerlich. Jetzt krieg ich Besuch, jawohl. Nehme ich die Ult mal für passiv, einfach weg. Name Nashor. Und let's go. Und 30 habe ich Ult wieder. Ja, auf Trinder habe ich keinen Bock alleine. Natürlich. Ich sag es noch, ich hätte einfach Base gehen sollen. Kann ich noch mal mitmischen? Nee, wahrscheinlich nicht. GG will play it. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Video oder im Livestream. Ciao.